بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بارك الله فيك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معزز الصوت في الميكرو الله يرحمه ديك. Heute haben wir das Thema die Vorbereitung auf Ramadan, auf den Monat des Koran. In wenigen Wochen, wenigen Tagen beginnt dieser Monat, der Monat Ramadan. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns helfen, diesen Monat aufrichtig zu fasten, aufrichtig zu fasten, und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns helfen, zu den Gewinnern im Ramadan zu zählen und nicht zu den Verlierern. Um den Ramadan richtig zu fasten, muss man sich natürlich vorbereiten. Und das war ja Thema der Freitagspredigten und wird auch bi'idhnillahi ta'ala bis zum Ramadan und im Ramadan auch so bleiben. Aber diese Feiertage, die wir jetzt bis zum Ramadan noch haben werden, wollen wir insha'Allah nutzen, um einen anderen Aspekt hervorzuheben. Einen Aspekt, der sehr, sehr wichtig ist, wie wir sehen werden, den leider sehr viele vernachlässigen von uns. Möge Allah Azza wa Jalla uns verzeihen und möge er all unsere Sünden vergeben. Shahru Ramadan, der Monat Ramadan, ist Shahru al-Qur'an, also der Monat des Qur'an. Erstens, weil der Qur'an in diesem Monat offenbart wurde. Und weil in diesem Monat der Prophet sallallahu alaihi wasallam den Koran immer rezitiert hat vor Jibril alaihi salam. Und weil die Gefährten und Gelehrten dieser Ummah in diesem Monat die Bücher der Islamwissenschaften geschlossen haben und sich dem Koran gewidmet haben. Wenn wir aber unsere Situation anschauen, dann sehen wir leider, dass fast kein Koran in unserem Leben vorhanden ist. Und das wollen wir, bi'idhnillahi ta'ala, in den nächsten, also diesen und nächsten zwei Durus, bi'idhnillahi, über dieses Thema besprechen. Allahu Jalla wa Ala sagt, Ya ayyuhalladhina amanu, كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ O, die ihr glaubt, vorgeschrieben ist euch das Fasten, so wie es denjenigen vor euch vorgeschrieben war, auf das ihr gottesfürchtig werden möget. Jeder von uns sollte sich die Frage stellen, was möchte ich erreichen im Ramadan 1435? Was möchte ich erreichen im Ramadan in diesem Jahr? Welches Ziel hast du? Wer kann mir mal einige Ziele erreichen? Dieses Jahr, welches Ziel willst du erreichen? Und zwar geht es mir hier um präzise Ziele. Ich will Allah näher kommen, möge Allah dir dabei helfen, aber etwas präziser. Was hast du dir vorgenommen dieses Jahr? Ich meine, wenn du dieses Jahr Abi gemacht hast, dann hattest du dir vorgenommen, dieses Jahr Abi zu machen. Wenn du dieses Jahr dein erstes Lehrjahr hattest bei der Ausbildung, dann hattest du das Ziel, ins zweite Lehrjahr zu kommen. Wenn du dieses Jahr irgendwo verreisen wolltest, dann wolltest du eben
zu dieser Stadt oder zu diesem Land reisen. Du hast präzise Ziele gesetzt. Welches Ziel hast du für diesen kommenden Ramadan? Präzise Ziele. Ja? Was allgemein? Was kein präzises Ziel? Ja? Barakallahu fik, das wäre mal ein Ziel. Den Koran einmal von vorne bis hinten durchzulesen. Ich habe das noch nie getan. Das möchte ich dieses Jahr endlich einmal erreichen. Der andere sagt, ich war noch nie auf den Malediven. Jetzt will ich endlich mal dorthin. Der andere sagt, ich habe das Jahr wiederholt, bin sitzen geblieben. Ich möchte dieses Jahr weiterkommen in die nächste Klasse. Und so weiter und so fort. Der andere sagt, ich habe jetzt so viel Geld gesammelt, jetzt kaufe ich mir endlich das Auto. Ein Ziel wäre es zu sagen, ich möchte endlich den Koran komplett lesen. Habe ich noch nie getan in meinem Leben. Das ist was ganz was Neues in meinem Leben. Welche Ziele könnte man noch haben? Es müssen keine großen Ziele sein. Es geht jetzt nicht darum, ein Großgelehrter innerhalb von 4 Wochen zu werden. Es können auch kleine Ziele sein. Ich möchte von hier bis zum Ramadan die Buchstaben lernen. Das wäre auch ein Ziel. Ein besonderes, wenn auch ein kleines Ziel. Ja? Vielleicht, dass man einige Suren auswendig lernt. Bestimmte Suren auswendig lernt. Was man sich vornimmt, diesem Ramadan möchte ich nur dann verlassen, wenn ich 3 Suren gelesen, auswendig gelernt habe. Zum Beispiel. Was noch? Ja? Zum Beispiel, man möchte geduldiger werden, bescheidener werden. Problematisch ist es, wenn du auf Ramadan zustößt und zugehst und zureist und du hast gar kein Ziel. Ramadan gab es letztes Jahr, Ramadan gibt es dieses Jahr, Ramadan gibt es nächstes Jahr. Und ich erwarte jetzt Ramadan mit der Hoffnung, dass er irgendwann mal auch aufhört und dann geht es weiter mit dem Leben. Und eigentlich habe ich mit Ramadan nichts Großartiges zu tun. Ich weiß auch gar nicht, ob ich überhaupt in die Moschee gehe oder nicht. Und hoffentlich ist es nicht anstrengend und das war's. Mit solch einer Mentalität gehen viele in diesen Monat rein. Obwohl Allah subhanahu wa ta'ala diesen Monat uns geschenkt hat, damit wir uns erziehen können. Er hätte uns auch ohne diesen Monat leben können, lassen können. Aber Allah Azza wa Jal, so gnädig wie er ist, hat uns dieses Geschenk gegeben mit einem Ziel, sodass ihr gottesfürchtig werdet. Das heißt, wer Ramadan fastet, wird ein gottesfürchtiger Mensch. Das ist sicher. Aber nur wer Ramadan richtig fastet. Das ist genauso wie in der Schule. Wer in die Schule geht, bekommt irgendwann sein Abi. Aber nicht jeder, der in die Schule geht, bekommt sein Abi. Warum? Weil du musst richtig in die Schule gehen. Was heißt richtig in die Schule gehen? Das bedeutet, du musst dort lernen. Du musst deine Hausaufgaben machen. Du musst vieles, du musst dich anstrengen und so weiter und so fort. Und so ist Ramadan. Es gibt einen Abschluss im Ramadan. So wie es an der Uni einen Abschluss gibt. So wie es in der Ausbildung einen Abschluss gibt. So wie es in der Schule einen Abschluss gibt. Es gibt einen Abschluss, den man erlangen kann und der heißt Gottesfurcht, Taqwa. Aber nicht jeder erlangt diesen Abschluss. Viele bleiben sitzen, viele werden rausgeschmissen. Möge Allah Azza wa Jal uns vor dem Rausschmiss aus seiner Gnade bewahren. Welches Ziel hast du? Wenn du heute noch kein Ziel hast, dann ist es allerletzte Eisenbahn, dass du dir ein Ziel vornimmst. Und dabei musst du dir anschauen, wer bin ich denn? Wer bin ich? Was kann ich? Was kann ich nicht? Wie weit bin ich mit der Umsetzung der Religion? Jemand, der die Buchstaben nicht kann, den müssen wir fragen, auf was wartest du? Auf was wartest du, die arabischen Buchstaben zu lernen? Jemand, der die arabischen Buchstaben kann, aber er liest sehr langsam, den fragen wir, auf was wartest du?
um fließender lesen zu können. Jemand, der fließend lesen kann, aber die Rezitationsregeln nicht kennt, den fragen wir, und auf was wartest du? Jemand, der die Rezitationsregeln kennt, aber den Koran nie durchgelesen hat, von Anfang bis Ende, den fragen wir auch, auf was wartest du? Jemand, der einmal schon den Koran durchgelesen hat, den fragen wir, auf was wartest du, ein zweites und drittes und viertes Mal den Koran durchzulesen und den Koran zu verstehen und den Koran umzusetzen. Das heißt, egal wo du bist auf dem Weg zu Allah Azza wa Jal, egal wo du bist, es gibt immer eine Möglichkeit der Verbesserung. Wenn du mit dir zufrieden bist, dann bist du auf dem falschen Weg. Wenn du sagst, so jetzt genug, dann bist du auf dem falschen Weg. Denn der Mensch, der Muslim, bekommt nie genug von der Zufriedenheit Allahs Azza wa Jalla. Möge Allah mit uns zufrieden sein. Das heißt, liebe Geschwister, unser Ziel ist die Gottesfurcht. Aber wenn wir unser Leben uns mal anschauen, und zwar wie wichtig ist Allah in unserem Leben? Denn das ist ja die Frage, die wir dann nach Ramadan noch einmal stellen müssen. Wie wichtig ist Allah in deinem Leben? Und dann muss nach Ramadan Allah viel wichtiger werden in meinem Leben als jetzt. Und wenn wir uns nach Ramadan nochmal treffen, sollten wir so lange leben und die Antwort immer noch die gleiche sein, dann war alles für nichts. Dann war der Ramadan, dann war dein Hungern, dein Dursten, dann war deine Anstrengung für nichts. Wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wer nicht es unterlässt, zu lügen und Falschaussagen zu machen, von dem will Allah Azza wa Jal nicht, oder von dem hat Allah Azza wa Jal nichts, dass er hungert und durstet. Du hungerst und durstest, aber du lügst noch. Du bist ein schlechter Mensch. Allah Azza wa Jal wird dir nicht die Belohnung geben. Welche Belohnung? Die Gottesfurcht. Du wirst keine Gottesfurcht erhalten, du wirst sitzen bleiben. Im schlimmsten Fall wirst du rausgeschmissen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren. Schauen wir uns mal an, wie sieht unser Leben denn aus, unser alltägliches Leben. Denn wenn ich nicht die Krankheit erkenne, dann kann ich auch kein Medikament ausstellen. Ich muss schon wissen, was der Fehler ist, um zu wissen, welche Dosis ich brauche und welches Medikament ich brauche. Schauen wir uns an, wie gehen wir mit unserer Zeit um. Natürlich müssen wir arbeiten, lernen, studieren, wir müssen essen, trinken, schlafen. Lassen wir mal das beiseite. Das nimmt einen großen Teil unseres Tages in Anspruch. Lassen wir das beiseite. Kommen wir nun zur Freizeit. Denn der Islam verlangt nicht von dir Hunger und Durste und arbeite nicht und geh auf die Straße und bitte um Spenden, nein, sondern der Islam verlangt von dir, lerne, arbeite, verdiene dein Geld durch deine eigene Anstrengung, aber vergiss Allah dabei nicht. In deinem Leben muss Allah Azza wa Jal eine wichtige Rolle spielen. Die Frage, die wir uns jetzt stellen müssen zu Beginn, welche Rolle spielt Allah Azza wa Jal in meinem Leben? Wie wichtig ist Allah in meinem Leben? Und hier ist natürlich ein Lippenbekenntnis. Ich liebe Allah. Allah ist der Allerwichtigste. Das ist einfach, jeder kann das behaupten. Aber schauen wir uns mal dein Leben an. Wie viel Zeit verbringst du mit dem Beten? Wie viel Zeit verbringst du mit den Gebeten? Du hast die 5 Pflichtgebete und es gibt freiwillige Gebete. Du kannst unzählig viele Gebete verrichten. Wie viel Prozent des Tages verbringst du mit Gebet? Wie viel Prozent des Tages verbringst du mit Koran lesen? Wie viel Prozent des Tages verbringst du mit Gedenksprüchen? Wie viel Prozent des Tages verbringst du mit dem Wissenserwerb über Allah, über den Propheten alayhi salatu wassalam, über die Gefährten, über die Religion, über die Glaubenslehre,
Das sind einige Beispiele. Und jetzt vergleichen wir mal, jeder hat einen Prozentsatz von mindestens 0 bis 100. Und vergleichen wir mal nun, wie viel Zeit verbringst du vor Facebook? Und wie viel Zeit verbringst du mit WhatsApp und Viber und Twitter und all die anderen Versuchungen, die es heutzutage gibt? SMS gibt es ja auch noch. Und telefonieren. Und dann hast du noch den Fernseher. Dann hast du noch deinen Sport. Dann hast du noch den Spaziergang. Dann hast du noch dein Treffen mit den Freunden. Dann hast du noch dies und jenes. Die Frage ist jetzt, wenn du eine Waagschale hast, eine Waage hast, zwei Waagschalen, du legst jetzt deine Bemühungen, die Zufriedenheit Allahs zu erlangen, deine Ibadat, deine Gottesdienste an Gebet, Fasten, Spenden und so weiter und so fort. Und auf der anderen Seite legst du die anderen Sachen in deiner Freizeit. Was ist schwerer in dieser Waage? Sicherlich, da brauchen wir uns nicht lange gegenseitig anzulügen, sicherlich verbringen wir vor dem Internet und wenn das Internet fertig ist, dann PlayStation, wenn PlayStation fertig ist, dann der Fernseher, wenn der Fernseher fertig ist, dann das Treffen mit den Freunden, wenn das fertig ist und so weiter und so fort. Sicherlich vergeuden wir Stunden und wenn es hochkommt, da haben wir vielleicht eine halbe Stunde einen Mix an freiwilligen Gebeten, Dhikrullah, Koran und so weiter und so fort. Das ist leider die bittere Wahrheit. Die Frage ist jetzt, sind wir so naiv oder machen wir nur so, dass wir denken und glauben, mit dieser Anstrengung begleiten wir den Propheten sallallahu alaihi wasallam im Paradies? Also bitte. Also so viel Intelligenz, glaube ich, haben wir alle, dass wir ganz leicht erkennen, wenn wir gerade noch so ins Paradies kommen, Alhamdulillah, dann haben wir vieles erreicht. Aber dass wir mit diesen wenigen Taten, wenn wir überhaupt diese Taten erwähnen können, dass wir mit diesen wenigen Taten den Propheten sallallahu alaihi wasallam morgens und abends im Paradies begleiten dürfen und Abu Bakr, As-Siddiq und Umar ibn al-Khattab und alle anderen Gefährten und die großen Propheten, Ibrahim alaihi salatu wasalam und Nuh und Musa und Adam alaihi salatu wasalam, dann sind wir sehr naiv. Weil wenn du vergleichst, was Abu Bakr As-Siddiq radiallahu anhu getan hat und was Umar ibn al-Khattab und Uthman ibn Affan und Ali ibn Abi Talib und Al-Hassan und Al-Hussein und Hamdala und Talha und Zubair und so weiter und so fort und die Gelehrten danach getan haben, dann wirst du sehen, du lebst auf einem anderen Planeten. Du lebst auf einem anderen Planeten. Auf einem Planeten der Achtlosigkeit. Einen Planeten derjenigen, die Allah vergessen haben. Einen Planeten, die Allah nicht respektieren. Möge Allah Azza wa Jal uns in Schutz nehmen vor solchen Leuten. Das heißt, was wir wollen, was wir erreichen wollen mit diesem Ramadan, natürlich durch Allahs Hilfe, aber in dieser Zeit, ist, dass wir unser Leben ändern. Und zwar so, dass wenn wir überhaupt noch Facebook benutzen, dann nur ganz wenig, weil es sein muss. Es kann ja sein, dass man arbeitet. Es kann ja sein, dass man Da'wah macht. Es kann ja sein, dass man Informationen braucht. Es kann ja sein. Man benutzt das Telefon nur, wenn es sein muss. Es kann ja sein, dass man mal die Mutter anrufen muss, den Vater. Es kann ja sein, dass man was erledigen muss. Aber 90% meiner Freizeit, wenn nicht 99% meiner Freizeit, verbringe ich mit der Näherung zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und selbst während meiner Arbeit und während meines Studiums und während meiner Ausbildung und während der Schule versuche ich, jede Gelegenheit, die ich bekomme, zu nutzen, eine Ayah zu rezitieren, einen Hadith zu lesen, etwas von der Sira zu lernen. Natürlich, dabei vernachlässige ich nicht mein Abi und mein Bachelor und mein Master und mein Meisterbrief und so weiter und so fort. Wir brauchen intelligente, kompetente, wohlhabende Muslime.
die Allah nicht vergessen haben. Wir brauchen keine intelligente, kompetente, wohlhabende Muslime, die Allah vergessen haben. Denn Allah Azza wa Jal wird mit diesen Menschen nichts ändern in der Gesellschaft. Allah ändert nur dann etwas, wie Allah Azza wa Jal sagte, إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِأَنفُسِهِمْ. Allah ändert nur dann etwas in der Gesellschaft, wenn sich die Einzelnen ändern. Das ist eine Regel. Allah Azza wa Jal sagt im Koran, وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابِ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ. Sondern seid Leute des Herrn, da ihr das Buch zu lehren und da ihr es zu erlernen pflegtet. Das muss dein Ziel sein, ein Rabbani zu werden. Denn Allah Azza wa Jal hat uns auferlegt, solche Menschen zu werden. Kunu Rabbaniyin. Seid Leute des Herrn. Deine Zugehörigkeit ist wie, dass du zu Allah gehörst. Du bist ein Diener Allahs. Du gehörst Allah Azza wa Jal. Und wie geschieht das? Allah Azza wa Jal sagt, da ihr das Buch zu lehren und da ihr es zu erlernen pflegt. Das heißt, du lernst die Religion und lehrst die Religion mit welchem Ziel? Mit dem Ziel, ein Rabbani zu sein. Also zu den Leuten des Herrn zu gehören. Wer sind diese Menschen? Allah subhanahu wa ta'ala hat im Koran Eigenschaften der Gläubigen, der Gottesfürchtigen, der Leute des Herrn erwähnt. Allah azza wa jal sagt, Innal muslimina wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Gewiss muslimische Männer und muslimische Frauen, gläubige Männer und gläubige Frauen, ergebene Männer und ergebene Frauen, wahrhaftige Männer und wahrhaftige Frauen, standhafte Männer und standhafte Frauen, demütige Männer und demütige Frauen, almosengebende Männer und almosengebende Frauen, fastende Männer und fastende Frauen, Männer, die ihre Scham hüten und Frauen, die ihre Scham hüten. Und Allahs vielgedenkende Männer und gedenkende Frauen, für all sie hat Allah Vergebung und großartigen Lohn bereitet. Das ist nun eine Liste von Titeln, die du hintereinander haben kannst. Genauso wie Professor, Doktor, Mediziner, Dentist und so weiter und so fort. Oder wie die ganzen Abkürzungen heißen, ja. Du kannst ja mehrere Titel haben. Oder Diplom, Ingenieur, Allahu A'lam, was, ja. Wie viele Titel hast du bei Allah Jalla wa Ala? Fangen wir mal an. Titel Muslim. Der nächste Titel Mu'min. Qanit. Sadiq. Und das gleiche natürlich für die Frauen. Muslimat. Mu'minat, Qanitat, Sadiq, Sabir, Khashi', Mutasaddiq, Sa'im, Hafiz, Lifurujihi, Dhakir. Wie viele von diesen Eigenschaften hast du? Und sicherlich geht es hier um Eigenschaften, die man nur dann erlangt, wenn man sehr oft dies verinnerlicht und verrichtet. Du bist ja kein Doktor, wenn du nur einmal im Leben einen Versuch gemacht hast. Ein Doktor muss ja mehrere Versuche machen, bis er diesen Titel bekommt. Professor, dann viel Spaß, viel mehr. Ein Meisterbrief kriegst du doch nicht nach dem ersten Lehrjahr. Das heißt, du bekommst diese großartigen Titel erst, wenn du viel getan hast. Schau dir nun dein Leben an. Sagen wir mal,
sabir. Der Bruder sagte, ich möchte geduldig werden im Ramadan. Hast du diesen Titel? Mutasaddiq, spendest du? Sa'im, wie viel fastest du so im Jahr? Hafidh li furujihi, hütest du deine Scham? Das heißt, senkst du deine Blicke? Meidest du Orte, in denen es Al-Ikhtilat gibt, also die Zusammenkunft von Männern und Frauen und so weiter und so fort? Bist du so ein Mensch? Oder bist du ein Mensch, der mit der Religion eigentlich fast nichts zu tun hat, außer dass er mal Ashhadu an la ilaha illallah wa Ashhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gesagt hat? Dann betet man die 5 Gebete, hat sich auch die Sache erledigt. Das ist die Frage. Eine weitere Aufzählung oder Beschreibung derjenigen Menschen, die Allah Azza wa Jal tatsächlich lieben. Allah Azza wa Jal sagt, innamal mu'minun alladhina idha dhukirallah wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun alladhina yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqa lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Nun kommt eine Definition der wahren Gläubigen. Und schau dir selbst an, gehörst du zu dieser Definition oder bist du weit fern davon? Die wahren Gläubigen sind diejenigen, deren Herzen sich vor Ehrfurcht regen, wenn Allahs gedacht wird. Und die, wenn ihnen seine Zeichen verlesen werden, es ihren Glauben mehrt. Und die sich auf ihren Herrn verlassen, die das Gebet verrichten und von dem, womit wir sie versorgt haben, ausgeben. Das sind die wahren Gläubigen. Für sie gibt es bei ihrem Herrn Rangstufen und Vergebung und ehrenvolle Versorgung. Hast du Furcht vor Allah? Oder ist dir Allah egal? Du kannst die Sünde machen, ohne zu zucken. Es geht ganz einfach. Warum sollte ich überhaupt aufhören mit der Sünde? Wenn ich sterbe, gelitten, und? Lebst du so? Oder bist du ein Mensch, der tatsächlich mal eine Sünde unterlassen hat, weil er Allah gefürchtet hat? Nicht, weil er kein Geld hatte für die Sünde. Nicht, weil es schon zu spät war für die Sünde. Nicht, weil die Sünde nur öffentlich getan werden konnte, sondern tatsächlich nur für Allah. Dass du diese Furcht empfunden hast, dass du in diesem Moment sterben könntest. Hast du das mal empfunden? Junge, das ist der letzte Moment. Ich kann jetzt sterben. Hast du das wirklich mal empfunden? Nicht dich anzulügen, naja, ich könnte sterben. Ja. Nee, sondern tatsächlich empfunden, das war's, ich werde diesen Abend nicht mehr erleben. Und deswegen hast du die Sünde nicht mehr getan. Hast du jemals Sehnsucht gehabt nach Allah subhanahu wa ta'ala? Nach was? Nach dem Anblick. Und zwar des Angesichts Allah subhanahu wa ta'ala. Schon mal Sehnsucht empfunden? Das heißt, liebe Geschwister, wir wollen einen Schritt machen hin zu diesen Eigenschaften. Einen Schritt in diesem Ramadan hin zu diesen Eigenschaften. Man will zumindest zu einigen Titeln gelangen, von diesen Titeln, die in dieser Aya erwähnt wurden. Zu einigen Eigenschaften. Wenn wir unsere Situation jetzt nochmal vergleichen zwischen dem, was sein sollte und dem, was ist, dann werden wir Folgendes finden. Wie oft betest du das Gemeinschaftsgebet in der Moschee? Salatul Jama'ah. Zuhur, Asr, Maghrib, Isha, Subh, egal. Wie oft in der Woche betest du das Gemeinschaftsgebet? Wenn du sportlich aktiv bist, was natürlich halal ist, wenn du Hobbykoch bist, was natürlich halal ist, wenn du Hobbyreisender bist, was natürlich halal ist, wenn du und so weiter und so fort Hobbygärtner bist, was natürlich halal ist,
Wie oft würdest du das in der Woche machen? Gehen wir mal vom Hobbygärtner. Wie oft geht er dann zu seinem Garten, in den Kleingartenverein? Je nach Jahreszeit. Ja, ungefähr. Geht er einmal in den Monat hin? Ich meine, nur einmal? Ist das so einer, der behaupten kann, nur ich, also Gärtnerei, das ist mein Leben. Ja, echt? Also ich liebe es, diese Pflanzen und so. Und wie oft gehst du in deinen Garten? Also wenn ich Zeit habe, dann einmal im Monat. Ist das jemand, der diese Tätigkeit liebt? Auf keinen Fall. Ein Sportler, gehen wir mal vom Sport aus. Jemand, der sagt, Junge, Fußball ist mein Leben. Fußball ist mein Leben. Ich gehe einmal im Monat zum Training. Was ist denn das für ein Witz? Jeder von uns weiß, einmal im Monat trainieren, da kannst du gleich daheim bleiben. Zwei Schritte und du bist aus der Puste und du kannst nicht mehr rennen. Du musst schon dreimal die Woche gehen, viermal die Woche trainieren, ja? Bizeps, Trizeps. Wenn jemand hier prahlt, Jungs, ich gehe einmal im Monat ins Training. Jeder würde ihn auslachen, oder nicht? Und der andere, natürlich gibt es tatsächlich Leute, die tagtäglich dorthin gehen. Und der arbeitet 12 Stunden in der Firma, der ist kaputt, aber das Training muss sein. Und er muss morgens aufstehen um 4, aber das ist egal, er muss drücken. Warum? Weil sein Herz an diesem Training hängt. Der andere an seiner Gärtnerei, der andere an seinem Auto. Es gibt Leute, die Fanatiker sind, ja, und Autos lieben. Der geht auch zu jedem Treffen von den Allahu A'lam Felgenclub oder Auspuffclub oder Allahu A'lam, was alles gibt für Vereine. Und wenn es über dem Meer ist und er gibt sein Geld aus, das zeigt, dass er diese Sache liebt, oder nicht? Wenn du jetzt vor einem Menschen gehst, stehst und sagst, hey, ich liebe den Koran. Und das behauptet jeder von uns. Gibt es jemanden, der sagt, na, also Koran, den liebe ich nicht so sehr. Gibt es jemanden von uns? Möge Allah uns davor bewahren. Jeder von uns liebt den Koran. Dann kommst du und sagst so, und kannst du ihn lesen? Nee, ich kann ihn nicht lesen. Ist das nicht eine Schande? Oder ist das keine Schande? Wenn du sagst, ich lese den Koran einmal im Monat, ist das nicht eine Schande? Wie lange bist du denn schon Muslim oder zurückgekehrt zum Islam? Gehen wir mal von über 3 Jahren. Vergessen wir mal 1, 2 und 3 Jahre. Ja? Gehen wir mal von 3 Jahren. Wobei es reicht ein Tag. Ein Tag müsste ausreichen. Als die Gläubigen zur Zeit des Pharaon Musa gesehen haben, Musa a.s. gesehen haben, wie er seinen Stock warf und wie es zu einer Schlange wurde und alles andere aufgefressen hat, haben die dem gesagt, gib uns 3 Jahre, bis wir unseren Iman verstärken. Sie haben gesagt, wir glauben an Allah azza wa jal. Und Pharaon sagt, spring euch um. Und sie sagten, mach, was du willst. Es war ein Moment, das waren nicht 3 Tage, 3 Jahre oder 30. Aber vergessen wir mal diese große Stufe und sagen wir mal, okay, 3 Jahre bist du schon Muslim, du bist schon dabei im Islam. Kannst du Koran lesen? Wie viel brauchst du, um eine Seite des Korans zu lesen? Halbe Stunde? Wie willst du den Koran komplett lesen, wenn du eine halbe Stunde brauchst für eine Seite? Wie soll das funktionieren? Und wir werden gleich die großen Stufen oder bei den Sahaba und Gefährten und Gelehrten sehen, wie sie Koran gelesen haben. Das kann der eine oder andere von uns gar nicht mehr glauben. Hör mal auf jetzt hier mit diesen Geschichten. Das heißt, dieses Ungleichgewicht zwischen dem Gedenken an Allah in all seinen Formen, Koran, Gebet, Sadaqa, also Spenden, Fasten und auf der anderen Seite der Dunya ist unser Problem und das wollen wir ändern. Und
Das heißt, ich hatte die Frage gestellt, wie oft betest du das Gemeinschaftsgebet in der Moschee in der Woche? Wie oft? Es gibt sogar Leute, die so sehr vom Teufel in die Irre geleitet wurden, dass sie Moscheen meiden. Nein, 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 ich gehe nicht in diese Moschee. Nein, 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 hinter dem bete ich nicht. Und sie vergessen, dass genau das die Sünde Iblis war. Was hat denn Iblis gesagt, als Allah Azza wa Jalla ihm gesagt hat, er soll sich niederwerfen vor Adam a.s. Er sagte, ich bin besser. Also ich werfe mich doch nicht nieder vor einem, der aus Ton erschaffen wurde, obwohl ich aus Feuer bin. Und genau diese Art und Weise sagen diese Menschen, nein, nein, bete nicht in der Moschee, diese oder jene Moschee. Jeder, der dich daran hindert, in die Moschee zu gehen, ist ein Teufel. Ist ein Scheitan, vor dem du dich in Acht nehmen musst. Denn ich möchte in das Haus Allahs gehen. Und jemand kommt und sagt, geh nicht. Das ist bestimmt kein Engel, der dir das gesagt hat. Das ist sicherlich ein Scheitan, der entweder in Menschengestalt gekommen ist oder ein Mensch, der ein Scheitan ist. Das heißt, auf welchem Weg bist du? Auf welchem Gleis bist du? Bist du jemand, der die Moschee nie besucht, als ob es eine Kirche ist? Er kommt nur freitags. Es gibt ja viele Muslime, die verhalten sich wie Christen. Einmal in die Jumu'ah und dann nie wieder in die Moschee. Willst du nach Ramadan weiter so leben? Das ist die große Frage. Oder auch, wie viel lernst du in deiner Religion? Wie oft lernst du? Jeder von uns, der eine Zusatzausbildung möchte, eine Fortbildung möchte, sieht gut aus in der Bewerbung und im Lebenslauf. Ja? Zusatzausbildung und das und dies und jenes. Du würdest sicherlich 50 Kilometer fahren auf deine Kosten, wenn du eine Fortbildung bekommst und du weißt, durch diese Fortbildung kriegst du 50 Euro mehr im Monat. Oder nicht? Wer würde das nicht tun? Zumindest selbst wenn ich nicht mehr bekommen würde, das sieht gut aus. Oh, der hat dies und jenes, unseren Lebenslauf von 50 Seiten, ist schon schön. Aber dass du bei Allah Azza wa Jal als Betender anerkannt wirst, das ist uns egal. Ibrahim al-Taymi, ein Gelehrter, sagte, wenn du eine Person siehst, die den ersten Takbir des Gemeinschaftsgebets, also den Beginn des Gemeinschaftsgebets, vernachlässigt, dann wasche deine Hände von ihm. Vergiss ihn, den kannst du wegschmeißen. Der kommt nicht zum Gemeinschaftsgebet, was willst du von dem? Soll der den Islam verbreiten? Also das ist ja wohl ein Witz. Wenn der nicht in der Lage ist, seine eigene Seele zu überwinden, dass er zum Takbir, dass er bevor der Imam Allahu Akbar sagt, ist er schon in der Moschee. Wenn du den vergessen sollst, wie ist es dann mit dem, der gar nicht erst in die Moschee geht? Aber wir machen Dauer. Aber wir wollen zum Islam aufrufen. Es gibt halt Leute, die Religion nicht umsetzen wollen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, auf den Menschen werden trügerische Jahre kommen, in denen dem Lügner geglaubt und dem Wahrhaftigen nicht geglaubt wird. Dem Verräter vertraut und der Vertrauenswürdige als Verräter gesehen wird. Und der Ruwaybidah sprechen wird. Er wurde gefragt, alaihi salatu wasallam, o Gesandter Allahs, was ist Ar-Ruwaybidah? Er sagte, der Unbedeutende, der über die großen Angelegenheiten der Menschen redet. Willkommen in dieser Zeit, in der jeder über die Religion reden möchte, über die großartigsten Sachen, über die Angelegenheiten der Welt. Und wenn du ihm sagst, wie viele Gemeinschaftsgebete betest du in der Woche, dann sagt er dir, Jumu'ah. Hallo, nicht das Freitagsgebet, Jama'ah meine ich, Gemeinschaftsgebet. Und dass man tatsächlich glaubt, man könnte die höchsten Stufen Allahs im Paradies erreichen, die Nähe zu Allah Azza wa Jal, ohne was dazu zu tun, dann muss man fragen, welche Religion hast du denn? Der Islam, und das werden wir sehen, ist eine Religion der Umsetzung, der Anstrengung,
Der Ibadah, Leute des Herrn, bedeutet Leute, die Allah anbeten, so oft sie können. Noch einmal, es geht nicht darum, hör auf mit deinem Studium, hör auf mit deiner Ausbildung, hör auf mit deiner Arbeit. Nein, Uthman ibn Affan war ein reicher Mann. Und wir werden sehen, was Uthman ibn Affan getan hat. Abdurrahman ibn Auf war ein reicher Mann. Und ihr wisst, was Abdurrahman ibn Auf getan hat, als er nach Medina gekommen ist. Und so weiter und so fort. Abu Bakr as-Siddiq hat Bilal ibn Rabah freigekauft mit seinem Geld. Aber wer ist Abu Bakr as-Siddiq? As-Siddiq, der Wahrhaftige. Das heißt, lerne, arbeite, studiere, mach. Aber vergiss doch nicht deine Religion. Vergiss nicht deinen Zustand, deinen Umgang mit Allah subhanahu wa ta'ala. Und hierbei müssen wir achten, liebe Geschwister, dass wir nicht andere zum Islam aufrufen und uns nicht aufrufen. Andere zu Gottesfurcht aufrufen und uns nicht. Allah Azza wa Jalla sagt, ja, ayu alladhina amanu, lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan inda Allahi an taqulu ma la taf'alun. O, die ihr glaubt, warum sagt ihr, was ihr nicht tut? Welch schwerwiegende Abscheu erregt es bei Allah, dass ihr sagt, was ihr nicht tut? Jemand sagt, du musst beten und er betet selbst nicht. Ich meine in der Moschee. Jemand sagt, du musst Allah fürchten, er fürchtet Allah selbst nicht. Du musst viel tun und er tut selbst nichts. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Befiehlt ihr denn den Menschen Güte, während ihr euch selbst vergesst, wo ihr doch die Schrift lest, begreift ihr denn nicht? Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, dass Allah sagt, ich bin der Unabhängigste unter denjenigen, die verehrt werden. Wer eine Tat verrichtet und mir dabei einen anderen beigesellt, den lasse ich samt seiner Tat. Warum erwähne ich diesen Hadith? Denn es gibt Leute, die dienen Allah nicht für Allah, sondern weil es ihre Seele befriedigt. Es gibt Menschen, die fasten, beten nicht. Fasten die für Allah? Wenn er für Allah gefastet hätte, würde er auch alle anderen Gebote Allahs einhalten oder nicht? So gibt es Leute, die machen das eine von der Religion, machen das andere aber nicht. Wollen zum Islam aufrufen, lernen nicht. Das ist genauso wie jemand, der fastet und betet nicht. Er sucht sich das aus, was seiner Nefs gefällt. Zum Beispiel Fasten. Ich muss sowieso abnehmen, fasten. Eine sehr schöne Ibadah. Achi, du solltest auch fasten. Warum? Weil er selbst fastet nicht für Allah, er hat ein anderes Ziel. Oder lernen. Warum lernt er? Er will Anerkennung von den Menschen. Er lernt nicht für Allah. Wenn du ihn fragst, machst du Qiyamul Layl? Nee. Warum lernst du dann? Für was lernst du denn? Das heißt, wenn jemand eine Sache macht, die andere aber nicht, Allahumma, außer er ist krank, dann kann er natürlich zum Beispiel nicht die Pilgerfahrt machen. Oder er ist arm, dann kann er natürlich nicht spenden. Aber du hast Geld, du hast Gesundheit. Wenn man sieht, welche Ibadat er macht, dann pickt er sich das aus, gerade das, was ihm gefällt. Ist das Ikhlas? Das ist kein Ikhlas. Kommen wir nun zu einigen Geschichten der Gefährten und der Ulama von den Salaf. Ich redete von Uthman ibn Affan. Und es geht hier um den Koran. Warum geht es um den Koran? Weil, liebe Geschwister, was ist überhaupt der Koran? Es sind die Worte Allahs subhanahu wa ta'ala. Die Worte von wem? Von Allah subhanahu wa ta'ala. Jeder hat einen Indikator, hat einen Maßstab, hat ein Zeichen dafür, was in seinem Herzen ist. Und das ist die Zunge. Die Zunge ist das Sprachrohr des Herzens. Was in deinem Herz ist, das ist auf deiner Zunge. Wenn jemand den ganzen Tag über Fußball redet, dann weißt du, was in seinem Herzen ist. Es gibt Leute, die wissen, Ramadan kommt und die wissen, WM kommt.
Und wenn du jetzt siehst, was macht er? Er sammelt die Bilder von Fußballern zum Beispiel. Buchstaben sammelt er nicht, die er lernt. Nein, nein, aber Fotos von Fußballern. Und er diskutiert über die Spieler. Können sie spielen, können sie nicht spielen. Wer spielt nicht, wo spielen sie und so weiter. Und er redet den ganzen Tag. In seinem Herzen ist da Zikrullah drin. Also da brauchst du nicht dreimal raten. In diesem Herz ist nicht die Liebe zu Allah drin, sondern die Liebe zum Fußball. Ein anderer redet den ganzen Tag über, Allahu a'lam, was, über Schuhe, über Kleidung, über irgendetwas. Du merkst, in seinem Herzen ist nicht die Liebe zu Allah. Oder in einem anderen, ein anderer redet nur über die Menschen, über die anderen. Hast du den gesehen? Der, a'udhu billah, von dir. Und hast du den gesehen? Das gibt's doch nicht. Und hast du den? Er redet den ganzen Tag über die anderen. Ist das ein Mensch, der Allah liebt? Ist das ein Mensch, der weiß, was Jahannam ist? Ist das ein Mensch, der weiß, was Adhabul Qabr bedeutet, die Strafe im Grab? Der weiß das alles nicht. Der behauptet es zu wissen. Er weiß die Theorie. Aber ist das in seinem Herzen angelangt? Nein. Uthman ibn Affan, radiyallahu an, das sind Menschen, die Allah geliebt haben. Die den Koran gelesen haben. Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu, hat den Koran in einer Nacht gelesen. Und wenn ich jetzt die nächsten Geschichten erzähle, sollte sich jeder anschnallen. Denn das haut dich vom Hocker. Denn das zeigt, dass wir tatsächlich auf einem anderen Planeten sind. Wir reden hier von Menschen, die Allah lieben. Und wenn du zu denen gehörst, die immer noch das Alphabet nicht können, obwohl du schon 5 Jahre Muslim bist, wenn du immer noch zu den Leuten gehörst, die den Koran noch nie im Leben einmal durchgelesen haben, wie willst du dann diese Leute begleiten im Paradies? Wie soll das sein? Die sind zu schnell für dich, die holst du nicht ein. Die holst du nicht ein. Du kommst ja gar nicht mal in die Nähe. Uthman ibn Affan, über ihn sagt Ibn Sirin, rahimahullah ta'ala, dass seine Frau, also die Frau von Uthman ibn Affan, als er ermordet wurde, die Khawarij haben ihn ermordet. Denn die Khawarij lassen ja keinen Menschen. Ja. Und dann sagte die Frau von Uthman ibn Affan, ihr habt denjenigen umgebracht, der seine ganze Nacht mit dem Koran, haltet euch fest, in einer Rak'a verbracht hat. Der liest den Koran in einer Rak'a. Und du hältst es nicht mal aus, eine Sura in der Rak'a. Du stehst gar nicht erst auf für eine Rak'a. Das ist Uthman ibn Affan. Wie willst du Uthman ibn Affan begleiten? Glaubst du denn wirklich, wenn du nichts änderst, wenn du nicht auf diesen Gleis kommst, wenn du nicht anfängst zu laufen zu Allah subhanahu wa ta'ala, dass du diese Menschen begleiten darfst? Es kann sein, dass du stirbst, bevor du diese Stufen erreichst. Das kann sein. Und Allah ist nicht ungerecht. Und Allah subhanahu wa ta'ala ist gütig. Wenn du auf dem Weg bist, ihr wisst alle, der Mensch wird für die Absicht belohnt. Wenn ich weiß, ja Allah, ich möchte diese Stufe erreichen. Und hiermit fange ich jetzt an. Ich höre auf mit dieser Faulheit, mit dieser mangelnden Anstrengung. Ja Allah, ich verspreche dir, ab sofort wird Koran gelesen und du stirbst jetzt. Dann wirst du trotzdem belohnt. Das ist ja die Güte Allahs Azza wa Jal. Aber du kannst nicht Allah reinlegen, du kannst mich reinlegen. Ja, ja, ich fange jetzt an, Arabisch zu lernen. Und dann, aber du willst es gar nicht. Du willst nur, dass ich dich in Ruhe lasse, weil ich dich so viel nerv. Hast du denn endlich gelernt? Aber wenn das jemand wahrhaftig sagt, ja Allah, das war's, das ist mein Ziel, Al-Quran, aber du stirbst, dann wirst du trotzdem belohnt. Und das sagte der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, wer eine gute Tat beabsichtigt und sie nicht umsetzt, bekommt was? Bekommt eine Belohnung, dafür, dass er es beabsichtigt hat. Al-Imam al-Nawawi sagt, diejenigen, die täglich den Koran durchgelesen haben, von
الفاتحة بالسورة الناس. ظن عثمان بن عفان، تميم الداري، سعيد بن جبير، مجاهد، الشافعي und andere. Die haben täglich den Koran gelesen. Also komplett. Nicht täglich so, قول الله واحد. Täglich haben sie den Koran komplett gelesen. Und er sagt, Imam al-Nawawi, diejenigen, die den Koran in einer Rak'a durchgelesen haben, waren sehr viele. Unter anderem Uthman ibn Affan, Tamim al-Dari, Sa'id ibn Jubayr, khatamahu fi kulli rak'atin fil Ka'ba. Also er hat den Koran in einer Rak'a, in jeder Rak'a, nicht in einer, in jeder Rak'a vor der Ka'ba durchgelesen. Das geht nicht, also die Stunden, Minuten und so weiter und so fort und Hundertstel. Es gibt einen Faktor, den man bei dieser Multiplikation nicht vergessen darf. Und das ist Al-Baraka. Schon mal was von Al-Baraka gehört? Der Segen Allahs. Es kann sein, dass du 80 Jahre lebst und hast nichts getan in deinem Leben. So wertvoll die 80 Jahre, als ob du einen Tag gelebt hättest. Und es gibt Menschen, die leben zwei Tage, als ob sie 100 Jahre gelebt hätten. Und so ist Allah Azza wa Jal derjenige, der dir hilft, den Koran durchzulesen. Es ist derjenige, der dir hilft, in dieser Zeit, in dieser kurzen Zeit so viel zu lesen. Aber hast du die Absicht, die reine Absicht, zu den Leuten des Herrn zu gehören? Qatada radiallahu an, das ist einer von den Tabi'in, hat im Ramadan immer den Koran gelesen. Das heißt, er und genauso Ahmad ibn Hanbal, genauso Imam Malik, rahimahullah, haben ihre Bücher zugemacht, Fiqh-Bücher und Aqidah-Bücher und alles Mögliche. Und im Ramadan wurde Koran gelesen. Denn Ramadan ist Shahrul Koran. Inshallah, in den nächsten Unterrichten werden wir mehr darauf eingehen, was das alles bedeutet. Aber heute geht es mir nur darum, dass wir endlich mal aufwachen. Dass wir endlich wissen, was wollen wir denn erreichen? Wo wollen wir hin nach Ramadan? Wollen wir zu den Leuten gehören, die kein Dhikr täglich sagen, kein Koran täglich lesen? Wie viel liest du Koran täglich? Wie viel? Nicht mal eine Seite? Ich lese im Gebet. Hallo? Hier geht es nicht um das Lesen des Korans im Gebet, sondern außerhalb des Gebets. Es geht darum, entweder in den freiwilligen Gebeten, in den Nachtgebeten oder so. Wie oft liest du den Koran? Hast du immer einen Koran bei dir? Das Handy darf nicht fehlen. Da gehst du die 50 Kilometer zurück, wenn du dein Handy daheim vergessen hast. Und wehe, du hast kein Guthaben in deinem Handy. Da wird ausgegeben, du leihst dir Geld aus. Hauptsache, du hast Guthaben auf deinem Handy. Wie viel geben wir aus für Handyverträge? Aber Koran lesen? Wo ist dein Koran? Alhamdulillah, heute gibt es ja Apps. Ja? Das heißt, wenn du dein Handy vergessen hast, dann kannst du so tun, als ob du es wegen der App im Handy getan hast. Auf jeden Fall, Az-Zuhri, ein anderer Gelehrter, sagt, oder wenn Ramadan eingetreten ist, sagte er, Ramadan ist für das Lesen des Korans und das Speisen der Menschen, also Essen geben. Und Ibn Abd al-Hakam sagte, Malik rahimahullah, wenn Ramadan eingetreten ist, hat er es vermieden, Al-Hadith zu lesen. Natürlich nicht, um die Serien sich anzuschauen, wie unser einer heutzutage. Oder um irgendetwas anderes in den Filmen zu sehen. Es gibt ja leider extra Serien für Ramadan in den sogenannten islamischen Ländern. Da warten alle, das ganze Volk wartet. Und glaubst du, was ist die neueste Serie im Ramadan? Und die freuen sich schon, nicht auf Ramadan, sondern auf die Serie. Und hoffentlich ist die Serie so, mindestens so gut wie die im letzten Jahr. Und man bereitet sich tatsächlich darauf vor. Man möchte also, wenn man stirbt im Ramadan, zu den Verlierern gehören, möge Allah uns davor bewahren. Und Imam Malik meidet es, Al-Hadith zu lesen. Warum? Weil er sagt, das ist der Monat des Koran. Das heißt ja nicht, dass es haram ist, aber das zeigt, wie sehr sie sich mit dem Koran beschäftigt haben. Und Sufyan al-Thawri, ein großer Gelehrter,
Wenn, und über ihn sagt Abdur-Razzaq, rahimahullah, ein Gelehrter, wenn Ramadan eingetreten ist, hat er alles, alle Gottesdienste gelassen und hat den Koran gelesen. Also er hat anstatt Zikrullah, Astaghfirullah und so weiter, was gemacht? Al-Quran gelesen. Anstatt zum Beispiel tagsüber zu beten, hat er Koran gelesen. Oder eben Koran im Gebet gelesen. Und Aisha radiallahu anha las den Koran am Tag im Ramadan und wenn die Sonne aufging, hat sie geschlafen. Das heißt den ganzen bis zum Tag hinein. Und es gibt nun mehrere Beispiele für dieses Koranlesen. Und zwar Al-Imam al-Shafi'i. Al-Imam al-Shafi'i hat im Ramadan 60 Mal den Koran gelesen. Täglich also zweimal. Jetzt gibt es einen Hadith des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, in dem er sagt, man sollte nicht in weniger als 3 Tagen lesen. Hier sagt Ibn Rajab al-Hanbali dazu, dieses Verbot oder diese Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass man nicht unter 3 Tagen den Koran lesen soll, ist, wenn man es immer machen wird. Aber wenn es besondere Zeiten oder besondere Orte gibt, dann kann man auch in weniger als 3 Tagen den Koran lesen. Also das sollst du nicht das ganze Jahr machen. Schön wäre es, wenn wir einmal im Jahr den Koran durchlesen würden. Schön wäre es, wenn wir dann so viel Kondition haben, dass wir es zweimal im Jahr machen, jede 6 Monate. Und dann weiter bis jeden Monat. Dann weiter bis jeden halben Monat. Dann weiter bis jede Woche. Schön wäre es, aber dann musst du auch anfangen, einmal im Jahr. Wir sagen ja nicht, spring. Nein, nein, mach einen Schritt. Der erste Schritt ist, lies. Lerne lesen. Lerne lesen. Das heißt, wenn du am Ende des Ramadan endlich nach 5 Jahren Islam endlich mal die 28 Buchstaben gelernt hast, Allahumma laka alhamd. Das ist ein Schritt. Das ist immerhin ein Schritt. Ich meine, du könntest auch in einer Woche lernen. Das geht. Aber wir wollen es nicht übertreiben. Wenn du es von hier bis zum Ende des Ramadan, dann hast du aber Ramadan leider nicht so viel gelesen. Und wenn du nicht lebst bis zum nächsten Ramadan, dann tut es mir leid. Aber wenn der andere sagt, nein, 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 wir haben ja noch ein paar Wochen zu Ramadan. Was heißt denn hier bis Ende Ramadan? Bis Anfang Ramadan kann ich lesen. Und dann kannst du bi'idhnillahi ta'ala im Ramadan vieles lesen. Und wir haben genug Zeit bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Und es gibt immer wieder Brüder, die beibringen. Aber es ist eine Schande. Es ist einfach nur eine Schande. Alhamdulillah, dass das nicht öffentlich vor den anderen ist. Ja? Vor Leute, die nicht Muslime sind. Das wäre eine Schande, wenn die wüssten, dass die Muslime ihr Buch nicht lesen können. Wie soll das aussehen? Was für eine Dawa ist denn das? Hallo, wir sind die 50 Muslime, die wir den Koran nicht lesen können. Wollen Sie den Islam lernen? Wen lügst du denn hier an? Glaubst du, du lernst Medizin von einem, der noch nie ein Buch über Medizin gelesen hat? Bist du bereit zu lernen über Mechanik von einem Menschen, der noch nie ein Buch über Mechanik gelesen hat? Ich möchte Ihnen mal sagen, wie wichtig die Mechanik ist. Hallo, was für Bücher haben Sie denn in der Mechanik gelesen? Ja, gucken Sie mal, eigentlich kann ich nicht lesen. Aber das ist egal, ich erkläre Ihnen, was Mechanik ist. Hört sich lustig an, ist aber bitter traurig, dass das die Lage der Umma ist. Hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam sein Blut vergossen, wurde er mit Steinen beschmissen, damit du diese Schande bringst über unsere Religion? Hasbunallahu ni'mal wakil. Und dann gibt es natürlich andere Geschichten. Und zwar sagte Ibn Sirin,
Das hatten wir schon öfters, an Tamim al-Dari radiallahu an, dass er den Koran in einer Raka'a gelesen hat. Und es gab noch viele andere, es sind so viele, dass ich gar nicht weiß, welchen ich jetzt hier vorlesen soll. Abu al-Abbas ibn Ata zum Beispiel hatte jeden Tag den Koran gelesen und in Ramadan hat er, nochmal bitte anschnallen, hat er im Ramadan jeden Tag, also Tag und Nacht, also in 24 Stunden, dreimal den Koran gelesen. Jetzt hör aber auf. Es ist die Wahrheit, es sind wahrhafte Geschichten. Das heißt, er macht nichts anderes, damit man das mal versteht. Was macht er? Er macht nichts anderes. Er trinkt vielleicht ein bisschen nachts oder so. Natürlich nicht dieses Buffet, das Alhamdulillah, Rabbil Alamin, möge Allah uns immer Erlaubtes an Versorgung geben. Wenn du natürlich im Ramadan 2 Stunden mit dem Abendessen verbringst und die nächsten 2 Stunden mit dem Sahur und dann den Rest des Tages mit Schlafen, dann kannst du natürlich kaum Al-Quran durchlesen. Aber wenn du ein paar Datteln isst und wenn du mal mehr Zeit für den Koran hast, dann wirst du auch mehr lesen. Und noch einmal, wir erwähnen hier und die Ulama erwähnen diese Geschichten nicht, weil du denkst, morgen kannst du das erreichen. Vergiss es. Vergiss es. Sondern du sollst einen Schritt nach vorne machen. Nicht alle Gelehrte haben 3-mal am Tag den Koran durchgelesen. Aber es gab einige. Aber wenn du zu denen gehörst, die einmal im Monat den Koran durchlesen, dann Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dann ist das etwas Gutes. Subhanallah al-Azim. Und zwar der Ali ibn al-Madini, das ist der Scheich von al-Imam al-Bukhari. Er sagt, Bishrun al-Hafi, das ist ein Gelehrter, hat sein Grab gegraben und hat in diesem Grab al-Quran durchgelesen. Das sind Menschen, deren Herzen im Jenseits war. Das sind Menschen, die haben gewusst, ich werde sterben und sie wollten sich erinnern daran, indem sie dies taten. Genauso ein anderer Gelehrter, der im Ramadan in jeder Nacht 2-mal den Koran gelesen hat und das Höchste, was die Gelehrten erwähnt haben, ist, dass man 4-mal pro Tag Al-Quran durchgelesen hat. 2-mal in der Nacht und 2-mal am Tag. Das sind, liebe Geschwister, einige. Es gibt noch viele, 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 viele weitere Beispiele, aber die Zeit reicht jetzt nicht aus, all das zu erwähnen. Kommen wir wieder auf unseren Planeten. Was wollen wir erreichen? Im Ramadan, ich hoffe, dass durch den Dars heute, dass zumindest mal jeder von uns bis zum nächsten Dars, ich weiß gar nicht, wann der nächste Feiertag ist, irgendwann im Juni, dass du zumindest ein Ziel hast. Such dir das Ziel aus. Such dir dein Ziel aus. Was hast du für ein Ziel? Ich möchte Koran lesen können. Wäre sehr wichtig für uns alle. Ich möchte Qiyamul Layl trainieren. Ich möchte ab jetzt immer Qiyamul Layl, auch wenn es nur 2 Rak'a sind. Nachts nach Salat al-Isha schlafe ich erst ein, wenn ich 2 Rak'a gebetet habe und dann Shafa' und Witr. Erst, und das will ich dann für den Rest meines Lebens erreichen. Oder ein anderer sagt, ich möchte nach Ramadan immer weiter freiwillig fasten. Der andere sagt, ich möchte ab jetzt regelmäßig an Unterrichten teilnehmen. Natürlich, umso schöner ist es, wenn man mehrere Ziele hat. Aber man soll es nicht übertreiben. Man sollte es nicht übertreiben, denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, die besten Taten sind die andauernden, auch wenn sie wenige sind. Aber was nicht weiter bleiben darf, ist, dass wir eine Last für diese Umma sind. Dass wir eine Last sind, dadurch, dass wir uns entfernen von Allah subhanahu wa ta'ala. Und dass dadurch Allah Azza wa Jal uns nicht unterstützt. Das darf nicht eintreten. Und warum geschieht das? Weil wir Allah nicht
dienen, weil wir Allah subhanahu wa ta'ala nicht anbeten. Und deswegen, liebe Geschwister, sollte jeder von uns sich vornehmen, sich zu ändern, vor Augen halten, was möchte ich genau an meinem Leben ändern? Die allgemeinen Formeln, ich möchte näher zu Allah, durch was? Durch Koran? Bitteschön. Durch was? Durch Gebet? Ibn Qayyim al-Jawziyyah, rahimahullah, sagt, auf dem Weg zu Allah gibt es Spuren, so wie es auf der Autobahn Spuren gibt. Und auf einer Spur sind Menschen, die das Mindeste machen. 5 Gebete, Ramadan fasten, Zakat, Pilgerfahrt. Punkt. Sonst nichts, natürlich nach dem Glaubensbekenntnis. Dann gibt es die andere Spur, die mehr machen. Die freiwilligen Gebete. Punkt. Dann gibt es die nächste Spur, die mehr machen. Qiyamul Layl. Zusätzlich. Punkt. Dann gibt es die anderen, die noch mehr machen. Freiwillige Gebete, freiwilliges Fasten. Punkt. Dann die anderen, die noch dazu spenden und so weiter und so fort. Und er sagt, und der Prophet Muhammad a.s. war auf allen Spuren. Auf allen Spuren, auf dieser Bahn zu Allah subhanahu wa ta'ala. Derjenige, der am meisten gebetet hat, war wer? Ar-Rasul a.s. Der Gott, am Gottesfürchtigen war, war wer? An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Der am meisten gefastet hat, gespendet hat, der am meisten zu Allah aufgerufen hat, es ist der Prophet Muhammad alayhi salatu wasallam. Welche Spur willst du beschreiten auf dem Weg zu Allah subhanahu wa ta'ala? Und deswegen, liebe Geschwister, Ramadan steht vor der Tür. Du weißt nicht, ob du noch so lange lebst, die nächsten Wochen oder nicht, das weißt du nicht. Ein Unfall, eine Krankheit, ein Erdbeben, Allahu a'lam, was passiert. Das geht ruckzuck. Und du bist weg von dieser Dunya und dann bist du unter der Dunya. Und es weinen vielleicht einige Angehörige 2-3 Tage, von mir aus 2-3 Monate, und sie werden dich vergessen. Du wirst alleine bleiben. Und Yawmul Qiyamah kennt dich sowieso niemand, weder dein Vater noch dein Sohn noch deine Ehefrau noch irgendjemand. Nur deine Tat. Al-Quran, sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, und das Fasten. Sie kommen und bitten die Fürsprache für denjenigen, der den Koran gelesen hat und der gefastet hat. Al-Quran sagt, oh Allah, ich habe ihn gehindert, daran gehindert zu schlafen, so lass mich die Fürsprache für ihn einlegen. Und das Fasten kommt und sagt zu Allah, oh Allah, ich habe ihn daran gehindert, am Tage zu essen und zu trinken, so lass mich die Fürsprache für ihn einlegen. Und deswegen sagen die Gelehrten, Ramadan ist eine noble und grandiose Gelegenheit, diese Fürsprache zu erlangen, denn du fastest tagsüber und natürlich liest man Koran und man betet al-Tarawih, sodass man al-Koran liest, und deswegen, barakallahu fikum, wer kann kein Alphabet bis jetzt? Wer will es lernen bis zum Ramadan? Und wer kann schon lesen, aber ohne Rezitationsregeln? Will es jemand von euch lernen bis zu diesem Ramadan oder, wenn es sein muss? Aber was wäre, wenn es jetzt kein Angebot gäbe? Und das nächste Angebot wäre zum Beispiel in Heilbronn, bei Sheikh Nail. Dann darfst du deine 70 Kilometer fahren. Würdest du es tun? Das ist die Frage, die wir uns jetzt stellen müssen. Und wenn es aber jetzt in Heilbronn, Sheikh Nail geht zur Umrah, möge Allah Azza wa Jalla ihm das erleichtern und Heil wieder zurückbringen. Er geht jetzt zur Umrah, der ist nicht da. Jetzt weiter nach Stuttgart vielleicht. Ist ein bisschen weiter. Würdest du gehen? Sag ja, dann bekommst du die Belohnung dafür. Aber wenn du jetzt schon zögerst bei der Absicht, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam sagte, wer die Begegnung mit Allah ersehnt, den möchte Allah begegnen. Und wer die Begegnung mit Allah nicht ersehnt, nicht wünscht, den möchte Allah nicht begegnen. Sei jemand, der es möchte.
Und vertraue auf Allah subhanahu wa ta'ala, dass er die Toren öffnet. Aber wallahi alhamdu al minna. Es gibt Brüder und Schwestern, die es beibringen. Wallahi alhamdu al minna. Unser Bruder Mu'izz jazahullahu khairan hat momentan einen Dars mit sage und schreibe 2 Schüler. Ist das keine Schande? Oder bin ich zu hart hier in meinem Urteil? Ich weiß ja nicht. Kann ja sein, dass ich falsch liege. Was denkt ihr so? Ist das gut so, wenn wir in Mannheim 2 Schüler haben, die das Alphabet lernen? Was denkt ihr denn so? Schlecht, alhamdulillah, Allah rahmat. Bitte? Das ist genau, wenn es alle anderen können. Die nächste Frage, können es alle anderen? Barakallahu fikum. Deswegen, jazakum Allahu khairan, bitte sorgt dafür, für jeder für sich selbst. Ja, das muss ich mir an allererster Stelle sagen. Ich bin keiner, der den Koran 2-mal am Tag liest. Ja, also das könnt ihr euch schon denken. Möge Allah uns vergeben, all unsere Sünden. Aber wir müssen dorthin. Ein Gelehrter sagte, ich habe mit meiner Seele 20 Jahre lang gekämpft, um Qiyamul Layl zu verrichten und habe es danach 20 Jahre lang genossen. Also jetzt nicht schlafen gehen, ich habe 20 Jahre Zeit. Muss schon jetzt anfangen, damit du bi'idhnillahi ta'ala diese Stufe erreichst. Gut, ich möchte jetzt nicht länger machen. Inshallah geht es dann das nächste Mal weiter bi'idhnillah. Mit dem Thema, wie sollen wir den Koran lesen? Es geht nicht um die Rezitationsregel. Mit welchem Herzen? Mit welchen Gedanken? Wie gelange ich zur Demut während des Lesens des Korans? Das ist bi'idhnillahi ta'ala das Thema. Wenn es kurz Fragen gibt für 10 Minuten, können wir sie nehmen. Ansonsten, inshallah, bekommt ihr den Termin über Facebook. Bekannt. Na.